Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ich will eigentlich gar nicht viel reden, wir starten sofort in den Part, aber bevor wir das tun, vergesst nicht, einen Like zu geben, den Abo-Button zu klicken und das kleine Glöckchen zu aktivieren. Und in dem Sinne, meine Lieben, let's go! Na gut, Leute, ich weiß tatsächlich wirklich gerade nicht mehr, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ich war natürlich wieder im Off unterwegs, habe aber tatsächlich nicht allzu viel gemacht. Für alle, die dies interessiert, wie man einen Außenposten am besten baut, das zeige ich euch jetzt gleich. Was ich euch auf jeden Fall noch sagen möchte, wir haben es geschafft, dass wir die heilende Salbe, heißt sie, glaube ich, erforscht haben. Und das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, tatsächlich, wo ich sie denn craften lassen kann, das ist hier nämlich noch die Fragen aller Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich bin hergegangen und habe jetzt hier das nordische Schwert einfach in Auftrag gegeben. Und ich war an der Werkstatt und habe geguckt, habe sie nicht gefunden. Und ich war bei der Gerberhütte und habe sie nicht gefunden. Also wenn ihr wisst, wo ich die heilende Salbe herkriege oder craften kann, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu einem neuen Spot, den ich errichtet habe. Und dann zeige ich euch kurz, wie ich das gemeint habe mit dem Außenposten. Wir sind jetzt hier. Hier rechts von uns ist Farnworth. Und hier ist eine ganze Reihe von Hartholzbäumen. Und das Problem war, ich habe ja den einen Außenposten schon. Und zwar hier oben den da. Das ist Woodstock 1 quasi. Und eigentlich wollte ich, dass dort mein komplettes Holzlager ist, wo alles abgebaut wird, aber es hat einfach nicht funktioniert, dass dort Hartholzstämme so abgebaut werden, wie ich sie brauche. Und ja, kacke, jetzt rennt hier natürlich irgendwie eine Meute an, weiß nicht, Briganten, Räubern, was auch immer. Deswegen, ich flüchte mal ganz kurz hier weg. Ich weiß nicht, woher die immer kommen, aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht hier das Lager wegmachen. Und das hier vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob die von da kommen, aber sie strawanzen halt immer hier so an dem Lager vorbei. Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten mit dem Außenposten? Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich hergegangen bin und habe mir zuallererst mal, oh süß, da ist eine Katze, Leute, sorry, sorry dafür, und habe mir zuallererst mal hier die Scheune hingebaut und habe dann tatsächlich alles, was ich für die restlichen Gebäude gebraucht habe, an diese Scheune liefern lassen. Dann bin ich nämlich einfach nur noch hierher gegangen, habe die Gebäude errichtet, habe gewartet, bis meine Siedler hierher gelatscht sind und dann haben sie easy peasy hier tatsächlich alles aufgebaut und man muss nicht ständig immer selber hin und her rennen, um die ganzen Materialien eben dann in die Scheune zu bringen, beziehungsweise zu den Gebäuden. Ich meine, klar, die Scheune ist jetzt auch nicht ganz billig, wenn wir hier mal gucken, aber man schafft es eigentlich fast auf einmal, hier eben alles mitzunehmen. Also die Holzplanken, die Seile und das Stroh, die Baumstämme und das Holz ist natürlich hier in der Nähe und das habe ich dann von da genommen und dann war das easy peasy. Genau, ich denke, dass so der einfachste Weg ist, wie man sich einen neuen Außenposten erstellen kann, für alle die, die es eben vielleicht nicht wussten. Und jetzt rennen die natürlich wieder zurück, das ist blöd. Ich gehe jetzt wieder hier weg, damit ich zum Schild gehen kann, weil ich eigentlich zurück möchte nach Lunetria. Ja, was machen wir denn heute? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir machen die Dinger hier in der Nähe. Ich glaube tatsächlich für das Brigantenhautquartier brauche ich dann doch noch etwas besseren Stuff, deswegen würde ich das eigentlich nicht machen. Und eigentlich möchte ich mich gerne vorarbeiten. Also hier oben alles clearen und dann weiter nach unten gehen. Wir könnten aber auch hergehen und Blackridge Pool erobern. Jetzt weiß ich nicht, was sagt ihr dazu? Ach, wenn ich das nur wüsste. Wir gehen mal schnell zurück. Und wir haben es jetzt sowieso schon 19.10 Uhr. Das heißt, jetzt loszugehen macht eh keinen Sinn. Wir gucken mal, ob die denn hier... Ah, einmal Bronzepfeile. Sehr schön.
Das heißt, ich habe zweimal Bronzepfeile im Inventar. Was habe ich hier? Auch Bronzepfeile. Dann würde ich gerne vielleicht einmal noch einfache mitnehmen und hier die 6 Stück heilende Salbe. Dann können wir nämlich auf jeden Fall gucken, dass wir am nächsten Tag dann wieder irgendein Lager platt machen. Können wir schon schlafen? Nee, können wir natürlich nicht. Ja, Leute, und sonst habe ich tatsächlich ja wirklich eigentlich nichts gemacht. Ich habe eben geguckt, dass ich hier ein neues Holzfällerlager errichtet habe und das, was hier war, habe ich dann wieder abgerissen. Das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Ach genau, weil es mir gerade einfällt. Ich muss ja den heimlichen Dolch zu Kallister bringen. Und für den heimlichen Dolch brauche ich, jetzt lasst mich mal kurz gucken, wo ist die Rathaus? Hier. Und für den heimlichen Dolch brauche ich Weißblech. Eisenbleche, die mit Zinn beschichtet sind, um Korrosion zu verhindern, hergestellt von einem Schmied. Heißt das, ich muss mir einen T3-Schmied bauen, damit ich ein Weißblech machen kann? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Nicht, dass ich den Schmied umsonst hinklatsche und am Ende kann er das dann doch nicht. Also wir gehen jetzt erstmal pennen. Und Harz haben wir und die ganzen Lieferungen sind erledigt. Sehr, sehr schön. Wisst ihr, was ich mich teilweise auch gefragt habe? Wo, na geh halt dahin, wo gehen denn die ganzen Moin, Freund. Lieferungen Moin, eigentlich Gemahlin. hin? Ich möchte jetzt mal ganz kurz hier in das Lagerhaus schauen. Ah ja, tatsächlich. Sie gehen also dann auch dorthin, wo ich dementsprechend das eingestellt habe. Das ist cool. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon Hartholzstämme und wir haben Hartholzbretter. Dann können Sie nämlich auch endlich mal die Bäckerei fertig machen. Und wir müssen schauen, dass wir uns jetzt mit Essen zustopfen. Ach, eine Sache kann ich noch essen. Das ist natürlich belastend. Ich habe jetzt gerade nichts Gutes da. Dann nehmen wir jetzt das noch und hoffen, dass das reicht. Gehen zu unserem Reiseschildchen und ich gehe jetzt mal da hoch. Das habe ich schon als Wegpunkt. Dann machen wir jetzt hier heute die Seite. Dann klären wir heute die Seite. Macht ja keinen Sinn. Und irgendwann muss ich sie sowieso alle umhauen. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir das jetzt Stück für Stück. Dann können wir im nächsten Part Blackridge Pool befreien. Ich glaube, es war Blackridge Pool. Schwarzrücken Pool. Genau. Und dann müssen wir nochmal zu dem einen, was hier auch in der Nähe ist. Denn es ist ja leider nach wie vor auf der Karte, obwohl wir es schon erobert haben. Okidoki. Und da unten haben wir das gute Lager ja schon. Das ist die Frage. Wenn ich hier auf den Stein raufgehe, bringt mir das irgendwas? Wir probieren das jetzt mal aus. Weil, wenn ich da oben sicher bin, dann ist das eigentlich easy peasy. So. Ja, das sieht mir doch cool aus. Beziehungsweise, ich kann ja sogar noch eins weiter runter mich einfach hier hinstellen. Und dann letzte Fetz. Jetzt bin ich gespannt. Scheiße, ich glaube, die können hier hoch. Okay, das war natürlich dann dumm. Und wo haben wir den Bogenschützen? Dort. Dann werden wir jetzt erstmal den kurz los. Oder sind noch so viele andere? Er ist auf jeden Fall schon. Oh mein Gott, wieso sind da so viele? Okay, und scheiße, er kommt natürlich hoch. Dann gehen wir wohl doch wieder auf den Platz, den wir gerade hatten. Ich glaube, der ist sicherer. Haut der jetzt wieder ab? Ich glaube schon. Ich will auch eigentlich gerne zuerst die Bogenschützen, wie gesagt, wegmachen. Aua, von wo hat der geschossen? Von wo hat er geschudet? Hä? Ich sehe niemanden, Leute. Ach, sind es die da oben? Ja, Rückgewinnungsdings in Anmarsch für Bradford. Wie immer.
Und es ist tatsächlich auf Deutsch. Krass. Hey, bist du eigentlich des Wahnsinns, du Pisser? So. Den haben wir. Wo ist der andere? Da. Wow, das war One-Shot. Habt ihr das gesehen? Geil. Der ist auch down. Ich treffe dich nicht. Ich treffe dich nicht. Ja, okay, wenn die jetzt hier unter mir stehen, dann bringt mir das aber auch nichts. Kannst du vielleicht hoch? Was machst du? Hä, backen wir uns jetzt hier hoch im Gehen oder was? Ja gut, komm hierher. Bleib da, bleib da. Ach Mann, Penner. Na gut, dann gehen wir halt ganz kurz mal runter und gucken uns den Looty an. Der hat einfache Pfeile dabei. Ist ja langweilig. Und hier ist das letzte Säckchen. Beziehungsweise da hinten liegt ja noch einer, aber da sind wir jetzt gerade noch nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, hatten wir jetzt noch einen Bogenschützen oder nicht, weil sonst gehen wir halt einfach hin und schauen, ob ich irgendwo drauf kann. Naja. Okay, jetzt muss ich kurz laufen. Weil ich da sowas hinter mir habe. Was ist denn, wenn ich mich da hinstelle? Ich glaube, das geht. Okay, er ist schon mal weg. Sehr schön. Und er auch. Dann haben wir jetzt nur noch... eigentlich die... Die wieder abhauen. Ah, ich hasse das, wenn die so schnell weglaufen. Weißt du was? Ich renne euch jetzt einfach hinterher. Und hoffe, dass ich auf diesen Wagen hier düsen kann. Sie haben mich gesehen. Spring da drauf. Ah ja, coole Sache. Na, könnt ihr euch irgendwie chillig hinstellen oder... Alter. Das klappt so irgendwie nicht. Wenn ich eins weiter runter gehe vielleicht. Ja, das sieht schon besser aus. Da treffen sie mich zwar auch, aber ich sie halt auch. Mein Gott, bist du behindert. Oh Gott. Ja, genau. Oh, da steht einer. Treffe ich den nicht? Doch. Und ich habe ihn sogar befreit mit dem Pfeil im Kopf. Hallo? Das macht mich wahnsinnig, Leute. Okay. Wir gehen erstmal schnell weg. Und warten, bis die sich beruhigt haben. Oh shit, das wollte ich nicht. Ja, natürlich. Und er rennt wieder weg. Ich brauche Ausdauer. Bäh, weg mit dir, du Scheiße.
Was flackert das denn jetzt hier so? Kannst du nicht weglaufen, du Pute? Ja, also, geht doch. Sammeln wir mal ganz kurz hier alles ein. Und hoffentlich kann ich jetzt die Flagge klauen. Wo ist sie denn hier? Bereits geplündert. Warum steht es da? Ich habe hier nichts geplündert. Jetzt habe ich was geplündert. So. Schauen wir mal ins Inventar. Was haben wir denn Schönes bekommen? Landwirtschaft und Zweihandwaffen. Naja, ist doch auch nicht schlecht. Der Rest ist eher so semi. Riemen kann man immer gebrauchen. Okay, passt. So. Ich hoffe, dass dieses Lager jetzt weg ist und nicht wiederkommt. Okay, hier ist auf jeden Fall das nächste Lager. Aber wie es mir scheint, ist hier gar keiner drin. Habe ich dann hier vergessen, was zu plündern? Oder warum wird mir das noch auf der Karte angezeigt? Ja, Leute, ich bin jetzt einmal durchgelaufen und ich habe keine Ahnung, warum es mir noch angezeigt wird, ob das normal ist, dass diese größeren, sage ich mal, weiter angezeigt werden, obwohl man sie schon geplündert hat. Die Fahne kann ich auch nicht plündern, also weiß ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich würde jetzt erstmal wieder nach Hause gehen, weil wir es ja jetzt auch schon 3:30 haben. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt mal kurz zur Bäckerei geschaut, was uns da noch fehlt. Und es ist tatsächlich, sind es noch 6 gehärtete Seile, die wir brauchen. Ah ja, und dafür brauchen wir einfach nur mehr Harz. Okay, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Denn mit den Hartholzstämmen machen die es eigentlich. Lass mich mal ganz kurz gucken bei den Lieferungen. Ah, Quatsch, Lunetria, Hartholzstamm, täglich 10. 3 Stück haben sie noch. Okay, nee, das passt. Die Kupferbahn können wir rausnehmen. Okay, nee, alles klar. Dann sollte das eigentlich demnächst irgendwann fertig sein. Und ich hätte jetzt gesagt, jetzt wird es gleich dunkel. Dann gehen wir halt erstmal pennen. Ihr habt die Briganten besiegt. Das hört man am Morgen doch gerne. Ja, aber das ist nichts Neues mit Bradford. Was wir auf jeden Fall noch brauchen hier unten, ist ein Brunnen. Und den würde ich jetzt gerne schon mal platzieren, damit die mir hier nämlich auch Ding machen können. Wie heißt's? Die kleinen Pflänzis, weil die brauchen noch Wasser. Hä, bin ich jetzt doof hier? Ah ne, nicht Dorfbrunnen, der normale. Den können wir doch einfach mal hier so hinstellen. Ja, cool. Ah, ich habe Seil dabei. Natürlich, stimmt. Ich habe ja noch was im Inventar. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Winter geht. Das gefällt mir gut. So, die Sachen, die lasse ich dann alle dorthin liefern. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir beim heutigen Part auch schon wieder am Ende angekommen. Schreibt mir bitte auf alle meine Fragen einfach kurz in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao.